Ich bin ein neues Video hier auf meinem Kanal Bus im Anruf 197 und ich habe eine so sehr wichtige Nachricht für euch, denn morgen werden zahlreiche Verkehrsbetriebe hier im westlichen Ruhrgebiet bestreiken unter unter anderem die DVG, die Stork, SWK und teilweise die Sophistische. Und eben auch die und teilweise auch die NIAG und die auf den und fahr durch so ein Gewerkschaft Verdi und die kämpfen jetzt für mehr Lohn. Und hier steht auf den Anzeigen, dass hier keine Busse und Bahnen hier diesmal fahren können. Da steht man so teilweise, da die NIAG hier nach Notfahrplan fährt, sprich auf den SB30, SB10, 929. 921 und auch auf den 911, 912 und der 940, die im westlichen Teil der Stadt fahren und natürlich auch alle so anderen Linien. Und die S80 fährt komplett, da die Hauptstadt vom Subunternehmer Wettes betrieben wird. Und das ist auch der Unterschied zwischen der NIAG und der DVG, weil der NIAG fahren die Tochter, wie zum Beispiel Look, VSN, ganz normal eben und auch diese Subunternehmen wie zum Beispiel U-Bahn-Reisen, Radreisen und der so Oldenborst aus Krampenfurt und eben so Chateauier aus dem Altkreis Geldern, genau gesagt aus so Kebela, der auch in so Stadtbus Geldern jetzt betreibt. Und jetzt bei der DVG, da fährt alles aus. Da fährt alles aus. Sowohl Straßenbahn, und Stadtbahn und auch alle Busse, die mit einer so DVG-Ausstattung unterwegs sind, sprich nämlich so DVG-Bussen, auch die ganzen Doktor- und Subunternehmen, wie zum Beispiel unter anderem. U-Bahn, D-Bahn, U-Bahn, D-Bahn und jetzt die ALD-Verbindung und vor allem mit den Niagbus-Linien und auch natürlich auch mit dem Zug und eben mit den Rheinland-Bus-Linien. Mit den Rheinland-Bus-Linien. Denn die Aufsätze werden morgen auch mitfahren. Und das war's aus dem mit dem so kurzen Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss!